Und herzlich willkommen zu Gönn dir was. Ich habe einen klitzekleinen Haul für euch, aber ich wollte euch das nicht vorenthalten. Und zwar habe ich bei Paper Basics bestellt. Die liebe Nicole vom Kanal Nicoles Elfenstübchen hatte mich darauf aufmerksam gemacht. Und natürlich konnte ich nicht widerstehen und habe mir diesen mega coolen Adventskalender da gekauft. So sieht er aus. Das ist im Übrigen ihrer, den sie gemacht hat. Ich finde das Teil mega cool. Sie hat auch ein Video dazu gedreht. Ich verlinke euch das. Ich habe hier nichts gesponsert bekommen, ne? Das habe ich alles aus eigener Tasche bezahlt. Nur noch mal zur Info. So, das sind alles Einzelteile, die man schön ineinander stecken kann. Ich denke, wir werden das teilweise zusammen machen. Ich werde euch auch dann Fotos einblenden und die Deko, denke ich, die werde ich komplett filmen. Also einmal der coole Adventskalender, also der musste sein. Dann habe ich mir noch so ein bisschen Kleinkram bestellt. Einmal die Bics, und zwar von Sizzix, hier das Ornament. Das ist die Bics, ja, eine kleine Bics, genau. So sieht dann aus, und ich liebe einfach Bics, weil man halt so viel Tolles damit ausstanzen kann. Ja, das ist einmal das Element, und dann haben wir hier noch so ein kleines. Finde ich cool, wunderbar. Dann habe ich mir noch so ein bisschen Stickles geholt. Also ich bin ja Stickles-Fan mit Nuvo, Glitter und so. Das ist nicht so meins, aber Stickles, ja. Da habe ich mir einmal, wo steht denn hier die Farbe? Holly. Orange Peel. Mercury. Glass und Copper habe ich mir nochmal geholt. Ich habe schon ein paar von denen. Und dann von Wow, Primary Evergreen. Jetzt so für die Weihnachtszeit, das ist so ein ganz normales, stinknormales Grün, ohne irgendwie Glitzer und Gedöne. Ja, und dann habe ich mir noch ein bisschen Papier von der Eigenmarke Paper Basics geholt, und ich finde das einfach nur cool. Und das hat auch eine super Qualität. Also das hat locker 180 GSM. Locker, wenn nicht sogar mehr. Also einmal hier schön Schneeflöckchen. Aber die Seite hatte mir so gut gefallen. Ich weiß es noch nicht. So, die habe ich doppelt. Dann einmal Sterne. Sterne gehen immer. Aber wahrscheinlich auch, ne, die Holzoptik. Das gefällt mir halt gut. Und sind natürlich meine Töne. Ganz klar. Dann habe ich mir hier die Lightbulbs geholt. Und ich glaube, ich werde die auch verwenden, weil so Karo, das ist jetzt nicht so meins. Ja, hier ist halt immer noch Chaos, ne? Und immer noch aus Kisten leben, aber Hauptsache neuen Kram bestellen. Ne? Mit dem alten weiß ich noch nicht, wohin damit, aber Hauptsache ich habe schon mal Neues. So, aber ja. Das ist einmal gestreift, und die Rückseite sind die Schneemänner. Da weiß ich aber noch nicht, welche Seite ich nehme.
Finde ich total süß. Und also das Papier ist echt mega. Ja, und dann hier die tolle Holzoptik. Ich stehe ja so auf Holz. Oder halt auch die Schneeflocken hier. Ah ja, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das Papier reicht. Ja, sonst muss ich mir noch was nachbestellen. Und das war es auch schon gewesen, ne? Also wirklich klitzeklein. Und ich bin mal gespannt. Also ich freue mich schon sehr, den zusammenzubauen und vor allen Dingen dann zu dekorieren. So, das ist es schon gewesen. Da kommt noch so der ein oder andere Haul. Ich habe noch in der Facebook-Gruppe was bestellt, dann bei AliExpress noch was bestellt und ja. Aber das ist halt noch nicht da. Ja, dann bis demnächst. Tschüss.